Smartphones sind zu unseren ständigen Begleitern geworden. Sie sollen unser Kommunikationsspektrum erweitern, aber gleichzeitig verlagern sie die Kommunikation mehr und mehr von der realen Welt in die digitale. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Zwei Freundinnen an einem Tisch. Die eine braucht den Rat der anderen, doch die guckt ständig aufs Handy. Im besten Fall nickt sie abwesend. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Man wird sauer, fragt, hörst du mir überhaupt zu? Kommunikation ist das Fachgebiet von Angela Kepler. An der Uni Mannheim erforscht sie, wie das Smartphone uns verändert. Die Frage, die wir uns stellen, und daraus hat sich dieses Forschungsprojekt entwickelt, ist, ob die auf der anderen Seite ja aller Orten zu hörende Diagnose, dass diese Geräte die Alltagskommunikation verhindern oder sie ersetzen, ob diese Diagnose richtig ist. Nutzten wir früher die Wartezeit an der Supermarktkasse für einen unverfänglichen Plausch, konzentrieren wir uns nun auf den kleinen Bildschirm in unserer Hand. Der amerikanische Psychologe Larry D. Rosen hat für die obsessive Smartphone-Nutzung ein neues Wort gefunden: Eye Disorder. I think that the technology itself is exacerbating problems that we have, but also creating problems for us. Aber beschreibt er damit auch wirklich ein neues Phänomen? Schon bei Platon findet sich die Klage darüber, dass die Schrift als ein Medium sozusagen der mündlichen Kultur und damit der reflektierenden Auseinandersetzung mit Inhalten, mit Gesprächsgegenständen die Kraft nimmt. Weil die Schrift als Speichermedium all das nicht machen kann, was die wörtliche Rede kann. Das Wehklagen über den vermeintlichen Verlust einer kulturellen Praxis begleitet die Menschheit also schon seit Jahrtausenden. Aber was ist mit heute? Angela Kepler und ihr Team sammeln Daten, und zwar ganz analog. Ihre Feldforschung findet auf der Straße statt. Sie beobachten Menschen und ihren Umgang mit dem Smartphone und überprüfen, ob überhaupt noch Kommunikation stattfindet. Unsere ersten Ergebnisse, also vor dem Hintergrund einer Datenerhebung von einem knappen halben Jahr jetzt, einer relativ umfassenden Datenerhebung in der Phase der Feldforschung, ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Also die Geräte verhindern keine Kommunikation, im Gegenteil, sie haben die Funktion von Gesprächsförderung. Zwar kann man täglich Menschen beobachten, die auf dem Bahnsteig nebeneinander schweigen und sich in der Bahn über ihr Handy beugen. Aber es handelt sich dabei nicht um einen Rückzug in eine innere Welt. Wir werden von der Kommunikation einfach ausgeschlossen. Was nicht heißt, dass man das Smartphone stets alleine nutzt. Es dient bei Unterhaltungen zum Beispiel als Textarchiv. Gemeinsam hört man den neuesten Chart-Hit oder googelt nach dem Kino schnell, welchen Film der Regisseur noch gemacht hat. Vor allem unter jungen Erwachsenen haben wir festgestellt, dass sich die Formen des Miteinandersprechens oder die Veränderung der Formen des alltäglichen Gesprächs auch in ihrem Sprachgebrauch niederschlagen. Beispielsweise haben wir in unseren Daten jetzt immer wieder eine Formulierung gefunden, wo jemand sagt, wir haben miteinander geschrieben. Und dieses Miteinander geschrieben bezieht sich auf Formen der Kommunikation, die zum Beispiel über WhatsApp ablaufen. Kommen wir zurück zur Anfangssituation. Zwei Freundinnen, ein Problem. Die eine fragt, hörst du mir überhaupt zu? Die andere antwortet, ja, ich habe womöglich sogar eine Lösung für dich gefunden. Hier, schau mal. Nicht nur Technologien, auch Umgangsformen verändern sich. Die Person, die zu lange in dem Fall auf ihr Handy guckt, sagt, entschuldigen Moment, ich bin gleich wieder bei dir. Oder dann sagt, ja, ja, mach ruhig weiter, ich höre dir zu. Oder im anderen Fall dann, dass der oder die andere sagt, hörst du mir überhaupt zu? Daraus sozusagen können wir Rückschlüsse darauf ziehen, und das finde ich ganz spannend, dass es durchaus so etwas wie eine neue Gesprächsetikette gibt. Kleine Computerhelfer werden die meisten von uns ein Leben lang begleiten. Wie wir mit ihnen in der Gesellschaft anderer umgehen, entwickelt sich gerade neu. In 100 Jahren und mit einem verklärten Blick gilt das Hier und Jetzt dann vielleicht als Hochzeit der höflichen Umgangsform.